Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem Thema verlassenes New York. Bilder nach dem Reset in New York aus Sicht von John Levy. Er hat ein Video darüber gemacht mit dem Originaltitel Abandoned New York City Post Reset Photos. Das will ich dir in diesem Video vorstellen. Natürlich auf Deutsch sozusagen und viele seiner Ideen auch noch mal ein bisschen, also die habe ich weiter recherchiert, weiter vertieft und will dir das hier heute mal in dieser Folge präsentieren. Er schreibt selbst in seiner Originalbeschreibung: In dieser Folge untersuchen wir einige Fotos von New York City und fragen uns, wie und warum die Stadt seit mindestens 50 Jahren verlassen aussieht. Also in seinem Video stellt er so die Theorie auf, irgendwie ist da seit den 20er Jahren bis in die 70er Jahre nicht viel passiert. Also man hat letztendlich die Überbleibsel der alten Welt aus seiner Sicht und halt viele aufgegebene Stadtteile, viele Ruinen, viele Dinge, die für ihn darauf hinweisen, dass die Stadt ihre Blütezeit bereits hatte, also in der alten Welt, und ja, dann halt eben für viele Jahrzehnte letztendlich mehr oder weniger stellenweise aufgegeben war und jetzt dann halt eben erst wieder ihren Schritt in die Moderne geschafft hat. Er bezieht sich auf ein Flickr-Profil von Andy Blair, was ich dir auch, also ich verlinke es in der Videobeschreibung, ich kann es dir nur empfehlen, dich da durchzuklicken. Es ist eine absolut wunderbare Zeitreise und in seinem Video stellt er halt alle Bilder auch von diesem Profil vor. Und wir gehen jetzt mal rein. Also er fängt an mit einem Bild von der Route 25, der Pulaski Skyway, also das längste Hochviadukt der Welt. Und das ist vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der Andy Blair schreibt, was macht man also Anfang des 20. Jahrhunderts mit unberührtem Sumpfland zwischen den Flüssen Hackensack und Passaic? Man baut viele giftige Chemiefabriken und eine der hässlichsten Brücken, die je von Menschen erdacht wurden. Einfach genial. Jersey City um 1925. Und Jersey City ist letztendlich genau gegenüber von New York. Ich kann es auch mal einblenden. Also ja, man schaut von New York immer rüber auf Jersey City. Und Jersey City, da liegt halt eben auch die Freiheitsstatue direkt davor. Ja, dann geht er weiter in seinem Video zu einer Kuppelplanung von Buckminster Fuller um Manhattan. Und es war wirklich ernsthaft eine Planung, mit einer Kuppel zu überdecken. Was ganz interessant ist, weil, also erstmal zeige ich dir das hier, es ist ein Artikel und Buckminster Fuller ist ja wirklich auch bekannt für diese Kuppeln, also auch für seine geodätischen Kuppeln, zeige ich dir gleich. Und die Fullerene sagen vielleicht einigen was, die sich schon mal mit Shungit auseinandergesetzt haben, also ein Mineral zur Entgiftung des Körpers. Aber erstmal ganz kurz zu dieser Glaskuppel, hier Mini-Stories. Da habe ich einen Artikel darüber gefunden und sie schreiben, einer der ersten ernsthaft durchdachten Konzepte dieser Art stammten vom Ingenieur und Architekt Buckminster Fuller, der zusammen und so weiter einen Glasdom über Midtown Manhattan zu legen. Und ja, die Idee war eben mit niedrigen Kosten, also im Sommer konnte man kühlen und weniger heizen, im Sommer mit niedrigerer Luftverschmutzung. Schon die eingesparten Kosten, schreiben sie, bei der Schneeräumung würden die Kosten in 10 Jahren wieder reinholen, erklärte Fuller. Also ganz interessant, und ich zeige dir auch gleich noch, einige haben vielleicht schon die Erinnerung, die auch John Levy gemacht hat zu Bologna mit diesen Hochhäusern, den Türmen aus dem Mittelalter. Aber erstmal noch mal ganz kurz, was erzählt Kai da von geodätischen Kuppeln? Das sind hier diese Kuppelbauten, wie sie oftmals so für Radarstationen verwendet werden. Also diese Dreiecke, die dann halt eine Kugel bilden, oder auch so ein Fußball wäre zum Beispiel ein Fulleren. Und diese Fullerene gibt es halt eben auch zum Beispiel im Shungit, wo man halt eben diese 60 Kohlenstoffatome wie in einer Kugel angeordnet hat. Also ganz interessant. Aber ja, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, nur dass man es mal gehört hat. Eben hatte ich Bologna angesprochen und John Levy sagt es auch, es erinnert ihn an das alte Bologna.
Und zwar gibt es da auch ein Bild. Under the Dome hat einer von Stolen History geschrieben. Da gibt es allerdings keine weitere Erklärung dazu. Und ja, zu Bologna gibt es auch keine Erklärung für diese sogenannten Geschlechtertürme, die da also zu Hunderten im Mittelalter gebaut wurden, mit einem teilweise Selenit, also Kristallfundament, was natürlich sehr auffällig ist. Habe ich in einem Video auch schon mal alles behandelt. Kann ich dir auch mal irgendwie hier oder so mit einblenden noch, falls du da Interesse hast, guckst dir an. Aber hier ist natürlich spannend, dass wir ja auch im alten Bologna so eine Kuppelplanung hatten, die aber dann anscheinend auch nicht umgesetzt wurde. Hier auch noch mal ein Bild vom Bologna des 11. oder 12. Jahrhunderts. Es ist ein Modell aus dem Jahr 1917. Wie gesagt, bis heute weiß keiner, was diese Funktion dieser Türme dort ist. Es gibt jede Menge Mutmaßungen, die ja, mehr oder weniger schlüssig sind. Manche schreiben, ja, man hat halt einfach viel Geld und wer mehr Geld hatte, hat einen höheren Turm gebaut. Ja, genau. Also unsere Vorfahren waren absolut egoistisch getrieben, ja, überhaupt nicht irgendwie funktionsbasiert. Also, dass diese Gebäude vielleicht eine andere Funktion hatten, wird heute nicht mehr diskutiert. Aber wie gesagt, wenn man sich mal anschaut, warum Kristallfundamente, da könnte man auf eine andere Spur kommen. Ja, aber wir gehen mal zurück zum John Levy-Video. Er zeigt hier noch ein weiteres Video aus der Sammlung von Andy Blair. Und meint, ja, sie sagen uns, dass dieses Gebiet explodiert ist. Man sieht ja im Hintergrund die Freiheitsstatue, also es ist ein Teil von Jersey City. Er sagt aber allerdings, es ist aus seiner Sicht nur eine plumpe Ausrede. Und der Andy Blair schreibt auch unter dem Titel, ja, noch mehr Trostlosigkeit in Jersey City zu entdecken. Einst waren dies die Bahnhöfe des Lehigh Valley und Blacktom Island. Im Jahr 1916 kam es hier zu Hunderten von gewaltigen Explosionen gelagerter Munition aus dem Ersten Weltkrieg, die von deutschen Saboteuren verursacht wurden. Die Insel hat sich nie wieder erholt und das Bild ist von 1975, also jahrzehntelang hat sich dort nichts verändert. Und das greift natürlich auch John Levy auf und sagt, naja, also ganz ehrlich, die haben vorher eine perfekte Stadt gehabt und auf einmal wird über Jahrzehnte diese Stadt nicht mehr instand gehalten oder sie haben nicht mehr die Möglichkeit oder was auch immer, ja, fällt ihm dann natürlich gleich wieder auf. Und er zeigt, um das zu untermauern, dieses Bild hier, also das ist eine Abbildung aus dem Jahre 1856, zeigt jetzt aber New York, also auf der anderen Seite des Hudson River, mit Blick auf Lower Manhattan. Aber wie gesagt, Luftlinie sind es, also weiß ich nicht, 100, 200 Meter oder so. Ja, und er sagt halt auch, also das ist so, man sieht hier, wie fortgeschritten der Aufbau der Stadt von New York damals bereits war. Also ähnlich wie bei Abbildung aus San Francisco aus derselben Zeitperiode, zeige ich dir auch gleich noch, bereits zu 100% fertig aufgebaut. Man sieht ja hier auch also keine Baulücken, keine Baustellen und ja, eben dieses Bild hier, Lower Manhattan, zeigt genau das, wie die ganzen alten Städte damals ja zumindest porträtiert wurden. Ob es wirklich so war, weiß man ja nicht. Und John Levy sagt, wir sollen glauben, dass sie all diesen Stein abgebaut, Ziegel gebrannt, alles dorthin gebracht haben, allein mit Pferdekutschen, alles aufgebaut haben, ohne Maschinen. Dampfbagger gab es ja erst zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, und er sagt halt dazu, so sieht kein Anfang einer Stadt aus. Das ist also kein Anfang einer Zivilisation, das ist ihre absolute Hochzeit. Also er sagt, das ist absolut High-Tech in every way. Also mega hoch entwickelt. Und er sagt so, also so fängt keine Stadt an, die ist perfekt ausgearbeitet. Und gerade wenn man diese Bilder jetzt sieht und dann halt das vergleicht mit dem davor und merkt so, hey, krass, dass dann auf einmal ja in den 1920er bis 70er Jahren ganz, ganz viele Stadtteile absolut verkommen sind. Man hat es nicht mehr geschafft, diese ja lebendig zu halten. Ja, oder halt, die sind einfach verlassen worden, aufgegeben worden. Dann ist es schon ja, interessant, da seinen Gedankengängen zu folgen. Dann habe ich hier noch, ach so, genau, er schaut dann noch auf die Bäume. Und er sagt halt auch, also das ist in den 1860er Jahren. Und wenn man sich die Bäume anschaut, dann ja, sieht es so aus, als wären die
also ungefähr 100 Jahre alt. Und er meint halt auch, dass diese Bilder ihn an die Weltausstellungsbilder erinnern, und zwar mit Menschen, die herumlaufen, bewildered at their new possession, also verblüfft über ihren neuen Besitz. Ganz interessant. Und ja, lass uns da doch einmal kurz nach San Francisco gehen. Das ist hier mal, also ja, November, San Francisco, 1848. Man sieht eben nicht viel, gilt ja auch als absolute Boomtown. Also nach dem Goldfund ist ja die Stadt auf einmal, also wirklich förmlich explodiert. Bis heute völlig unklar, wo diese Ressourcen herkamen. Und da wurden jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, normale Häuser gebaut, sondern Kathedralen, also Sakralbauten ohne Ende. Und das ist dann schon eben richtig krass. Nur 3 Jahre später war ja das große Feuer von San Francisco. Davon gibt es also irgendwie auch keine Fotos. Also was man so findet, sind Illustrationen. Auch ganz interessant, dass so einschneidende Ereignisse dann doch nicht fotografiert worden sind. Und dann aber wieder nur 26 Jahre später gibt es hier dieses legendäre Panoramabild, wo man ja keine Baulücken, keine Baustellen, dafür aber also Sakralbauten, jede Menge Kathedralen, alles sieht. Also nach extrem kurzer Zeit, schau mal, wie Berlin vor 26 Jahren aussah. Klar, man hat mal ein Stadtviertel neu aufgebaut, so Potsdamer Platz und sowas. Das hat dann aber auch 8, 9, 10 Jahre gedauert, und da war es halt ein Teil einer Stadt und nicht eine ganze Stadt. Also schon, tja, interessant. Und John Levy hat ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es aus seiner Sicht so nicht funktioniert haben kann. Ja, aber als wenn das alles nicht reichen würde, das ist hier auch wieder ein Panoramabild, eher ein trauriges Bild. Das sind die Ruinen von San Francisco aus dem Mai 1906, also 6 Wochen nach dem Erdbeben, wo einfach die ganze Stadt zerstört wurde. Also man muss es einfach so sagen, wenn man halt mal guckt, gerade auf dieser rechten Seite dieses Bildes, da sind zwar noch die Straßen zu sehen, aber die Häuser, es ist einfach alles in Schutt und Asche gelegt. Also das ist schon richtig krass. Wenn man dann aber mal schaut, also wir sind jetzt hier im Jahre 1906 gewesen mit dem Erdbeben, und dann haben wir wieder Zeichnung aus dem Jahr 1908. Da sieht man wieder nichts davon. Also alles wieder perfekt fertig. Und dann nochmal 4 Jahre später, also 6 Jahre nach diesem Erdbeben, was die ganze Stadt einfach mal zerstört hat, gibt es sogar die Panama Pacific Exposition, also eine der größten und schönsten Weltausstellungen, die es jemals in den USA gab. Also man merkt schon so, wow, das ist nur eine einzige Stadt. Und wir sind ja eigentlich von New York City hierher gekommen. Man merkt schon so, also irgendwas ist da wirklich sehr, sehr auffällig und bemerkenswert mit dieser Geschichte dieser Städte und auch der anderen Städte. Aber gut, wir gehen zurück zu John Levy. Er sagt, also hier sieht man, wie die Stadt früher mal aussah, und er sagt, everything old world, also alles noch aus der alten Welt sozusagen, außer diese Holzbohlen da unten rechts im Bild. Er meint, die sind nicht old world, aber die ganze andere Architektur ist halt eben von einer Zivilisation, die vorher da war, aus seiner Sicht. Dann noch ein Bild davon, Lower Manhattan, 1930. Und auch da schreibt der Andy Blair, dass dieses Gebiet jahrzehntelang verlassen war. Hier nochmal ein anderes Bild, da schreibt er darunter, ich habe die Koordinaten der Zeitmaschine auf Lower Manhattan eingestellt. Das ist Pier A auf der rechten Seite, den es immer noch gibt, der jetzt ein Restaurant ist, nachdem er jahrzehntelang verlassen war. Der Battery Park und prächtige, verschnörkelte Gebäude, von denen nur noch einige übrig sind, und das eben New York im Juli 1930. Ja, super spannend. Und dann ja, zeigt er halt eben auch, das ist hier wieder Jersey City, die Central Railroad von Jersey City, forgotten and overgrown, also vergessen und also schon ewig überwachsen. Und hier auch noch ein weiteres Bild davon, also wirklich schon lange aufgegeben. Und die Stadt war vorher mal anscheinend perfekt, und irgendwas ist dann passiert, dass sie ja eben nicht mehr erhalten werden konnte in Großteilen. Und dann sagt er auch, wir sollen glauben, dass die Stadt von diesen Menschen aufgebaut worden ist. Also
halt eben mit Pferd und Wagen, und ich will das auch gar nicht schlecht reden, ne? Also ich weiß, dass viele sich das nicht vorstellen können. Ich glaube mittlerweile auch, dass also wir zu unglaublichen Taten fähig sind. Aber, und das muss ich eben auch wirklich lassen, sagt er danach, naja, die Menschen haben diese Stadt also aufgebaut, wird uns erzählt, aber dann haben sie ganze Stadtteile nicht instand halten können, haben sie herunterkommen lassen und ja, haben vorher in einer perfekt aufgebauten Stadt gelebt und konnten diese dann anscheinend an vielen Stellen nicht erhalten, bis in die 70er Jahre hinein. Erst dann ging es eigentlich mit diesem Boom richtig weiter. Und es ist schon auffällig, dass man also in den schwierigsten Zeiten der Depression und alles macht man Weltausstellungen, baut Städte innerhalb von wenigen Jahren wie San Francisco. Ja, und dann später schafft man es jahrzehntelang nicht, diese gebauten Städte nur instand zu halten. Also ja, wirklich interessant. Immer noch ein Beispiel für das, was er da sagt. Das ist hier der Westside Highway. Da schreibt auch der Andy Blair, die Straße ist seit ihrem Bau in den 20er Jahren nicht mehr gewartet worden. Und dann war halt der Einsturz im Jahr 1973, weil sich keiner darum gekümmert hat. Hier nochmal ein Bild von 1848, Jersey City im Hintergrund, die Freiheitsstatue. Also ja, das interessanteste Landgebiet eigentlich und ja, völlig heruntergekommen, alles Ruinen. Dann hat er hier noch was ausgegraben, einen Blick aus den 30er Jahren und verweist dann hier auf dieses Gebäude in der Mitte, wo er halt sagt, so ja, das sieht aus, als wäre es früher mal eine großartige Struktur gewesen, und fragt halt auch, ja, wird hier etwas gebaut oder wird hier nur etwas entfernt, um Strukturen, die vorher da waren, wieder freizulegen. Hier nochmal ein anderer Blick, also wo man dann im Hintergrund diese ja, Gebiete hat, alles, was da eben verlassen wurde. Also man sieht die Freiheitsstatue und dahinter Jersey City. Und ja, John Levy zeigt dann halt auch auf diese künstlichen Inseln und sagt so, ja, was ist mit diesen künstlichen Inseln, was ist von denen zu halten? Also diese kleinen viereckigen Inseln, und sagt, ja, die sind künstlich angelegt, und auf der linken Insel erkennt man auch einen Palast. Ja, und wenn man mal recherchiert, dann findet man, dass das Ellice Island ist, und dieser Palast ist die frühere Immigrantensammelstelle, 1954 geschlossen, aber dieses Gebäude ist wirklich, also ja, absolut wunderschöne und ja, eine ungewöhnliche Architektur für eine künstliche Insel vor New York oder zwischen New York und Jersey City. Ja, und da merkt man schon so, tja, also scheint da irgendwie gar nicht hinzupassen. Hier noch ein anderes Bild von der Fähre auf Ellice Island und diesen Palast, von dem John Levy spricht. Ja, und überhaupt die Freiheitsstatue, ist ja auch so eine Geschichte. Wenn man mal guckt, die ist ja auch auf einer alten Sternfestung aufgebaut worden, Fort Wood. Und da merkt man halt auch wieder, naja, also wenn es was gibt, was sehr auffällig mit dieser also alten Welt oder einer untergegangenen Zivilisation verknüpft ist, dann sind es die Sternfestungen, wo ja immer gesagt wird, ja, militärischer Zweck und dann aber dieses ganze Wasser und die ganze Harmonie und in der Mitte immer eine Kathedrale, wo man halt sagt, so, naja, ganz ehrlich, reden wir doch mal über Schwingungsarchitektur und über Frequenzen, und dann wird ein Schuh draus. Und auch hier merkt man wieder, eine ja, Statue auf einer alten Sternfestung ist natürlich auch wieder eine interessante Fährte. Man sagt ja hier noch zu diesem Bild, ja, was soll denn eigentlich der Sinn dieses Turmes sein? Ja, man sieht ja auch nur minimale, wenige Fenster. Das, eigentlich sind es ja die besten und teuersten Etagen. Und da sagt er auch, das erinnert ihn wieder an die rätselhaften Türme in Bologna. Ja, und meint dazu, dieser ganze Aufbau dieses Turmes, also dieser Turm und der Aufbau scheint wenig Nutzen zu haben, vor allem für die Vor- 1900 Zeit. Ja, hier nochmal ein, zwei Bilder. Er sagt, diese Stadt war bereits sehr alt in einer für unsere Geschichte sehr frühen Zeitperiode, und fragt dann halt, ja, wurde diese Stadt denn einfach nur vergessen oder wurde sie in verlassenem, überwachsenen Zustand wiederentdeckt? Und sein Video endet praktisch mit dem Satz, mit den Worten, und nach all dieser Zeit wissen wir nicht, wer waren diese Menschen und wohin sind sie gegangen, wohin sind sie verschwunden. Ja, ganz interessant, ich wollte dieses Video mal vorstellen,
sicher. Ich weiß, man muss wirklich jedes einzelne Gebäude betrachten, muss in die Geschichte reingehen und genau schauen, wohin führt eine Spur. Aber es gibt natürlich einige auffällige Dinge an dieser offiziellen Geschichte, einige Indizien wieder, denen es halt gilt nachzugehen. Und so oder so ist es auf jeden Fall wert, einfach mal seine Gedanken in eine andere Richtung zu bringen und einfach auch mal sich zu fragen, ja, was wäre, wenn? Wenn wirklich alles anders gewesen wäre, was würde das bedeuten? Und wenn ja, was weist denn darauf hin? Deswegen mag ich solche Videos. Ich mag sowieso die Videos von John Levy. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach mal andere Wege zu denken und auch mal neue Denkwege zuzulassen und eben trotzdem wachsam zu sein und kritisch und alles zu hinterfragen und zu recherchieren. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.